der anderen Seite, ne? Ist jetzt nicht schlimm. Ja, liebe Leute, und damit noch einigen hin und her. Herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Was mache ich hier? Ganz einfach. Ich wende meinen Bus. So fein, so gut. Das kennt man ja mittlerweile aus Deutschland. Nein, was ich hier mache, ist gerade versuche, diese Mission zu triggern hier die ganze Zeit. Wir wollen heute die Verbindung zwischen Sonnstein und... Ja, wir wollen heute die Verbindung zwischen Sonnenstein und Siegwalden. Bin unter 35 Minuten. Das ist der Plan. Das werden wir jetzt heute angehen auch. Und dann schauen wir mal. So, darf ich jetzt fangen? Oder? Ja, Gott sei Dank. Oh, endlich. Es hat jetzt lange gedauert. Ich musste die Route abbrechen. Ich musste die Route neu machen. Ich musste die Busse neu verplanen. Und dann hat er mich dann irgendwo mitten in Kerstadt in die Route in den Bus gesetzt und hat er gesagt, lass mal fahren. Ich fahre selber. Nein, ich möchte das ganze Ding von Anfang an fahren. Ich möchte diese Mission machen. Und das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis dieses Hin und Her endlich war. Und jetzt kann ich endlich diese Mission triggern und kann jetzt nur die Runde fahren. Also, heute geht es darum, diese Route, die wir uns schon vorgegeben haben, die ich euch in der vorletzten Folge gebaut habe. Ich habe die nochmal gebaut müssen. Dass ich die jetzt quasi dass ich euch die jetzt noch mal zeige, jetzt euch richtig zeige. Ich will diese Mission nämlich endlich fahren. Achso, du willst einen Fahrgast eine Rampe mitnehmen, ne? Ja, heute geht es nicht ums Aufwerten, ums Stufsieger werden, nein, heute geht es ums Fahren. Und zwar, wie gesagt, die Route, die wir hier unten haben, in unter 35 Minuten. Das sind nicht viele Haltestellen, das sind glaube ich 6 bis 7 Haltestellen nur. Offiziell dauert die Route 37 Minuten, aber wir werden es auch wahrscheinlich unter 35 hinkriegen. Ja, die ist ein bisschen verbuggt, muss ich sagen. Jetzt hast du noch so einen Fahrgast, der immer die Musik hören will. Lass mich bitte in Ruhe jetzt gerade. Jetzt bin ich unter Zeitdruck. Und deswegen habe ich euch die Mission quasi im Pausemodus neu starten müssen. Ich hätte euch jetzt auch den Anfang zeigen müssen. Hey, es waren schon fast wieder 10 Minuten. Dann wäre es wieder bei 45 Minuten. So wie die Folge geht's bei der Länge her der Folge. Es tut mir leid. Aber alles ist gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe Weihnachten gut überstanden. Wir sind hier heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Und damit, wie gesagt, ein herzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Ich war ein bisschen genervt gerade, jetzt ist es wieder in Ordnung, jetzt fahren wir die Route und wenn wir das Ding durch haben, haben wir diese Mission auch Gott sei Dank abgeschlossen und dann sind wir erstmal durch, haben wieder ein bisschen Material. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt, vielleicht fahren wir die auch noch schnell, machen wir die auch noch durch, wie auch immer, gucken wir mal dann. Oder das Spiel ist zu Ende, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube nicht, das wäre zu früh. Das glaube ich, da glaube ich noch nicht dran. Gut, wir sind auch schon mal über 50 Folgen, ne? War das fast, ja, noch 50 Folgen oder so? Naja, alles ist gut. So, nächstes Mal ist das ist hier Winfield. Die müssen wir ja mitnehmen. Ich habe die Route nur ein bisschen alles umgebaut. Wir bauen jetzt. Wir können sie mitnehmen. So, Fahrgäste will keine Dings haben. Keine Fahrkarte, aber gut. Also können wir raus. Ein bisschen Hilfe. Wenn uns lässt, hinter dem Transporter. So, nächste Haltestelle ist die Steinberger Grange. Jetzt dauert es ein bisschen, bis wir da sind, weil jetzt müssen wir mal wieder raus. Wir müssen dann quasi ein ganzes Stück rausfahren. Ja, ist halt jetzt einfach so. So, die Brücke, die wir da oben links sehen, ich glaube, da sind wir sogar schon durch mit dem Bus. Das ist ja diese Erhöhung.
ist das Katze. Während ich hier aufnehme, liegt meine Katze gerade auf meinem Schoß und döst. Ne? Ja. Keine Maß. So, da ist wieder jemand eingepennt. Warte mal kurz. Können die nicht? Wir sind am kurzen die Ecke hier. Wir sind eh außer Plan, wir sind eh wurscht jetzt. Einen Augenblick. Hier. Ah, hier ist sie ja. Komm, wir kriegen aber schon einen Fahrgast noch mit ohne gültigen Fahrschein hin, oder? Einen Fahrgast kriegen. Ich will mich hier hinsetzen, ich will die kontrollieren. Ich bin der Fahrer, meine Fresse. Das sah gerade nur ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich da geguckt. Ja, wir haben einen Fahrgast mit ohne gültigen Fahrschein. Moment. Hier. Ich stehe mir ein bisschen ungünstig hier. Alle, du hast ja einen. Den wollte ich hier sehen. Doch. Rollstuhlfahrer hat. Einer. Okay. Nee, wir müssen, glaube ich, da außen hoch, ne? Weil die Straße irgendwo da oben ist. Deswegen müssen wir einmal komplett außen rum. Aber ist halt so. Wir fahren in Ruhe jetzt einfach ab und so wie es ist. Naja, wir können sie gar nicht abkürzen. Wir müssen da. Mit dem Bus können wir gar nicht klettern. So. Nee, alles gut. Müssen da so oder so hochfahren. Naja, wir kriegen sie schon. Genau, Pisco Grange, das ist schon die letzte Haltestelle. Also für sie war es nur insgesamt. Aber deswegen, wir haben ja nur ein paar Haltestellen. Wir haben ja nur 6 Stadtteile, die wir anfahren müssen. Ich habe jetzt, wer es fehlt, einfach auch der Route wegen doppelt reingenommen. Ist aber nicht tragen. Ich habe die nur ein bisschen anders geplant, als sie tatsächlich so vorgegeben hat. Letztendlich ist es ja dann wurscht. Ich hasse Flüge. Ich fühle mich einfach nicht wohl in einem Flugzeug. Ich bevorzuge den Bus. Ja, beim Bus ist es aber schwierig, zum Beispiel irgendwo nach Ägypten zu fahren. Das gibt die Straßenverbindung nicht her. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal kommt, aber wahrscheinlich ja nicht. Ist das schon die Steinecker Quatsch? Also die kam jetzt gefühlt länger vor, die Strecke. Aber okay, nimm so mit. Kann man so nehmen. Machen wir so. Wie gesagt, wir müssen. Nee, es ist eh wurscht, ob die jetzt außerverwandtmäßig ist. Wir werden natürlich jetzt ins gesenkte Sau fahren, klar, das habe ich auch schon gemacht, aber wir werden sie nochmal fahren und dann kommt das mit der Zeit sowieso. Ich müsste jetzt eigentlich 6 Minuten noch stehen, oder 5,5 Minuten. So, Fahrgäste mit Behinderung mal kurz. Ich bin völlig die Rampe rausfahren. Also den Rollstuhlfahrer. So, dann nehmen wir mal kurz die Fahrkarten hier. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schön, passend zahlen, ja. Jetzt passen die Säcke. So, dann einmal ganz kurz. Der Rollstuhlfahrer, der nicht. So, nächstes Mal ein schönes Lido. So, dann haben wir es fast durch für heute schon. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde, weil eigentlich, wenn die Links nicht in den Sieg walten, ich müsste dich bis nach Sieg walten zurücknehmen, aber das machen wir jetzt nicht. Lassen wir jetzt kurz raus. Gerade wenn die Haltestelle jetzt so weit weg ist. So, gut. Dann wie gesagt, gucken wir uns in der nächsten Folge mal die kurze Mission an, dann die nächste. Dann wissen wir zumindest, was wir angehen müssen. Ob ich hier gleich schon wieder einen Aufnahmestopp mache oder ob ich sage, komm, ich fahre den noch ein bisschen auf, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken.
es liegt jetzt ein bisschen daran, was gleich nächstes kommt. Wenn du wieder heißt, wer hatte diese Haltestelle auf, wer hatte den Stadtteil auf, wer hatte den Stadtteil auf, dann werden wir wahrscheinlich einen kleinen Break machen. Aber ich muss gucken. Aber mit dem Pickpong-Modus geht das eigentlich relativ schnell, was das Aufwerten betrifft. Wenn es nicht wieder heißt, wer hatte Sonnenstein auf Stufe 10 auf. Das wäre da ein bisschen ätzend, weil ich kann Sonnenstein gerade einfach nicht mehr sehen. Die Route ist auch nur dazu da, um die Mission zu schaffen. Aber sie bringt Kohle. Ich könnte später einen Bus kaufen, könnte sagen, ja, ich kaufe einen Bus eben schnell. Einfach für solche Themen mit dem Aufwerten und alles drum und dran. Wie schon manche Leute geschrieben haben in der Community, nehmt einfach wirklich Gelenkbus. Es geht schneller. Wenn ich dort essen möchte, ist es voll. Ihr habt das gesehen in der letzten Folge, wie ich das gemacht habe. Ich habe am Anfang den Irgendwelche genommen, den ich jetzt auch gerade fahre. Und da dauert hätte ich die zweite Haltestelle zum Beispiel nicht aufwerten können. Nicht beim ersten Mal. Hab dann auf den Gelenkbus gewechselt und auf einmal, zack, konnte ich die aufwerten. Und konnte die quasi mit jeder Anfahrt an die Haltestelle aufwerten. Und so hatte ich das im Duo erledigt. Also Ping-Pong-Modus in Verbindung mit dem Gelenkbus, easy peasy erledigt. Hätte ich das letztes Mal vorher gewusst, wäre das Ganze in Engine Shores nicht so langwierig gewesen. Wir haben es durchgezogen. Der Assi hat dir gerade schön die Vorfahrt genommen, ne? Dem Familienrennen hier. Der mit seinem Transporter. Das ist bestimmt ein Fahrer hier von einem der größten deutschen Versand-Online-Häuser. Die fahren fast alle, also nicht alle. Einige von denen. Winter der Leidenschaft. Erlebe ich dann, so erlebe ich dann, habe ich so ein bisschen erlebt schon. Die fahren wie die gesenkten, Die fahren schlimmer als ich im Bus-Simulator. Da wirst du dann teilweise in der Ortschaft überholt, da wirst du teilweise durch die 70er-Zone, wirst du dann mit 150 gefühlt überholt. In der Kurve außen, kurz vor Bahnübergang. Was ich auch schon erlebt habe, ist zum Beispiel, ich fahre geradeaus, ich bin auf der Geradeausspur eingeordnet, er setzt sich auf die Linksabbiegerspur und fährt geradeaus durch und schießt dann an mir vorbei. Ich weiß, ihr habt alle Stress und es ist gerade Weihnachtsgeschäft und alles drum und dran, aber ihr müsst doch nicht, weil sie irgendwelche Leute gefährden. Ne? Ne, müssen wir nicht. Katze. So, Lido. Warum eigentlich Lido? Weiß ich gar nicht, wieso das so heißt. Guck mal, ich knall die auch gerade mit gefühlt 60 durch den Ort. Na gut, mit dem Unterschied, ich weiß, wo die Spritzer stehen. Da komme ich noch vorbei. Ich weiß, ich mache es jetzt gerade nicht besser. Ich schwer mich über die Wille. Alter, willst du mich nicht rein aus dem Arsch? Ernsthaft? Hat der komplett gegengehalten gerade, dass ich ihn nicht wohne? Krass. Okay. Hätte ich gedacht, der lässt mich durch. Ich hätte den Limiter vielleicht rausnehmen können. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ja, Boys, Digga. Kollege. Lido. Ich stehe scheiße. Hi. Ich höre sich gerade gar nicht. Oh, zahl, tack. Jawohl. Einen weiteren Zahltag. Ich habe den Scheißbus schon mitgenommen. Oh mein Gott, was hier. Da ist kein Bus drauf. Da müssen wir noch ein bisschen was bringen. 158.900. Ja, ich habe auf der einen Route den Bus weggenommen. So, jetzt habe ich noch Fahrgast, der ein bisschen laute Musik hört. Ich habe keinen Willkeiler. Wo ist der? Hier, du bist das. Das reicht mir schon, wenn die Disco beim Ohrwurm hat. Da muss ich nicht auch noch so einen Typen wie dich haben. Ja, es gibt tatsächlich genau solche Typen im Bus, die dann irgendwie meine auf Disco machen zu müssen. Ich habe das auch schon erlebt. Ich habe das mal beim Schülerleben komplett voll besetzter Linienbus und alles drum und dran. Und da war mal, ja, ich mach mal über den Boombox. Hat er einfach mal voll den Bus voll aufgedreht. So, Alter, mach die Scheiße aus. Bist du nicht in der Disco? Ich habe gesagt, ja gut, ich habe gesagt, mach deine Musik bitte aus, bist du nicht in der Disco. Ey, das ist schlimm. Ja gut, wie dem auch sei,
Jetzt haben wir noch zwei Haltestellen. Einmal das alte Sägewerk. Das müsste eigentlich hier nebenan gewesen sein, ne? Warum auch immer ich das jetzt nicht so war. Und die nächste Haltestelle ist dann danach die Haltestelle Pieskogel Grange. Heißt das so hoch, das alte Sägewerk? Ich dachte, wäre jetzt hier nebenan gewesen. Heute fahrt zu schnell. Lukas. Ich fahre mit dem Limiter. Alter, ich fahre gar nicht mit dem Limiter, ne? Komm ich immer ein bisschen das Gas weg. Ich kann mich nicht immer, wie ich Leute beschweren, mit 70 mit dem Bus durch den Ort reisen. Wobei das tatsächlich wieder unverantwortlich wäre. Also ich würde niemals. Ich würde auch nicht immer mit dem Bus durch den Ort knallen. Mit 70. Also. Nee. Man hat ja eine gewisse Verantwortung und man sollte sich schon ein bisschen versuchen, an die Verkehrsregeln zu halten. Kannst du liegst voll auf meinen Kopfhörer gerade. Jetzt ziehst du mir gerade nicht die Kopfhörer rein. Da ist die Haltestelle übrigens auch da vorne. Wir haben da noch die Plus von 7 Minuten oder so. Das schaffen wir locker, das Ding. Die Aufgabe. Das ist die letzte Haltestelle und dann knallen wir die bis. Dann stelle ich mal die Fahrgäste und dann haben wir die Aufgabe geschafft. So. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Ja. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte. Du kriegst auch eine Fahrkarte. Oh, ist meine Fahrkarte noch gültig? Weiß ich nicht. Guck mal, alle. Also ich gefühle aber gar keine kommende Fahrkarte verkauft. Also teilweise hast du 5-6 Leute hintereinander stehen, die hier Fahrkarten verkaufen. Keine Prüfung sollte so lang sein. Ich bin nur knapp fertig geworden. So, letzte Haltestelle ist die Pieskogel Grange. Alter, kannst du. Du bist mir gerade ein bisschen. Nervst mich gerade. So, jetzt kann ich mich wieder vernünftig hinsetzen. Oder auch nicht. Ja, ist unterwegs jemand eingeschlafen, mein Gott. Oh, du mit deiner scheiß Karre, Alter. Ich muss hier stehen bleiben. Ey, genau das ist das halt. Du hast ja jetzt mal so Schnarchnasen. Ey, die Leute überholen, damit du abbiegen könntest. Was machst du? Ich bleib hier stehen. Was? Grundlos. Grundlos bleibst du hier stehen einfach. Deswegen bin ich hier mitten reingefahren. Ah ja gut, ich war vielleicht ein bisschen fix drauf, aber... Hast du solche Schnarchnasen? Ich bleib hier stehen beim Links abbiegen. Es war alles frei, aber egal. Und dem fliegen da noch drei andere Autos vorbei. Ey, weiß ich nicht. Naja, egal. Alles gut. Nicht aufregen. Es war ein Spiel. Sache, die NPCs sind einfach dämlich. So, letzte Haltestelle. Und dann sollten wir eigentlich diese Aufgabe geschaffen. Wenn jetzt nicht dramatisch passiert, haben wir es ohne Probleme hingekriegt. So, kurz mal. Ich sollte ein bisschen langsam fahren. Hier vorne steht nämlich ein Blitzer. Das weiß ich. Das Orange, was da vorne ist, ist ein Blitzer. Das Grüne ist ein Bus. Steht nämlich der Blitzer. Der steht genau in unsere Richtung. Das macht sie natürlich den Vorteil, dass die Ampel auf Rot war. Das heißt, wir können gar nicht so beschleunigen, dass wir geblitzt werden. Ich war mit meinen Großeltern bei La Nonna Doris Pizza. Das hat ihnen sehr gefallen. So, erledigt. Wir haben es gleich geschafft. Da sind wir endlich durch. Mit dieser Mission. Die ging ja Gott sei Dank ein bisschen schneller als die letzte. Gut, wir hatten jetzt nicht so eine Mission, Kauf für 20 Busse oder so. So wie wir mit 17, 15, 10 G-Bus und wir hatten glaube ich 5 oder 6 nur. Ich muss erstmal die Kohle zusammenkriegen für den Rest. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum die Mission so lange gedauert hat. Und ich bin froh, dass ich da durch den Pingpong-Modus extrem viel Geld verdient habe. Weil wenn ich nur 10.000 bis 15.000 pro Route verdient hätte oder pro Zeittag verdient hätte und überlegbar, wenn ich dann nochmal 10 Busse kaufe, die kosten ja 3,3 Millionen, hätte der rechnen können, wie lange ich da dran gesessen hätte an dieser Mission.
Am Ende sind es, glaube ich, 10 Folgen gewesen, 15 Folgen gewesen oder so. Wenn überhaupt. Aber ich glaube, 15 Folgen waren es. Gefühlt. Es war schon lang genug. So, Kapis Kugel Grinch. Wo ist deine alte Stelle? Wo bist du? Aber es dauert jetzt einen kleinen Moment. Teile müssen wir, das können wir nicht schon freigeschaltet haben, oder wenn du freischalten bist. Aber ich habe ja noch nicht ganz alle freischalten, oder ist das ein Scheißschild? 700.000. Oh ja, lass mich doch in Ruhe. Ach, da vorne ist die Schild. Okay. Sehr schön. Wenn die nämlich auch mal anfangen, sind einer zu. Ich fahre jetzt so eine Scheiße zusammen im letzten Moment. Da, egal. Scheiß drauf, komm. Wir fahren jetzt an die alte Stelle. Und dann so. Alter, was hab ich. Was war da jetzt? Da war da nicht. So, eigentlich müsste so durch sein, die Mission, oder? Hab ich. Geschafft. Ausgezeichnete Arbeit. Die der Schlüssel zur Stadt. Die Region liebt die Busse. Ich würde sagen, unsere Arbeit hier ist erledigt. Es hat mich wirklich gefreut, mit dir zu arbeiten. Danke. Sind wir durch mit dem Spiel? Ernsthaft? Wir sind durch mit dem Spiel. Wir haben den Bus-Simulator 21 abgeschlossen. Ernsthaft? Das war die letzte Mission? Wir sind durch, liebe Leute. Krass. Oder kriegen wir doch nochmal nur. Okay. Ja. Ich hätte es jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte jetzt erwartet, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja, liebe Leute. Okay. Das war's mit dem Bus-Simulator 21. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das Ende kam jetzt äußerst abrupt. Ich hätte es tatsächlich nicht erwartet. Achso, du hast noch eine, die schläft, ne? Steig mal aus da. Krass. Ich hätte es nicht erwartet. Ja, liebe Leute. Okay, das war's mit dem Bus-Simulator 21. Ihr habt mich ein bisschen traurig und geschockt, mehr oder weniger gerade. Weil ich nicht erwartet hatte, dass wir tatsächlich so schnell durch sind. Ja, ich habe ja noch ein paar Spiele. Ich habe ja noch ein, zwei Simulatoren auf Dings. Gut. Dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich morgen um 16 Uhr, wenn es funktioniert, mit dem Car-Mechanik Simulator. Den hätte ich ja extrem Bock drauf. Eigentlich hätte ich Bock auf den Police Simulator, aber den kriegst du, glaube ich, gerade nicht umsonst. Versuche es, vielleicht kriege ich es hin, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Und wir sehen uns dann wieder. Ja, irgendwann mal, vielleicht. Vielleicht kommt noch mal irgendwas. Vielleicht kommt nächstes Jahr der Bus-Simulator 22, 23 wäre es dann sogar. Und ja. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich hätte es so gern weitergespielt. Ich hatte so Bock auf das Spiel gerade. Naja, dann war's das. Tschüss.